Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur neuen Wochenbotschaft für die Woche vom 19. Dezember bis zum 25. Dezember 2022. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei bist und ich hoffe natürlich auch, dass es dir sehr, sehr gut geht. Ihr Lieben, bevor ich jetzt mit dem Reading beginne, möchte ich mal wieder mich ganz, ganz doll bei einer bestimmten Zuschauerin bedanken, denn sie hat mir hier ein kleines Geschenk zukommen lassen. Wenn dich das jetzt nicht interessiert, kannst du auch sehr, sehr gerne vorspulen, ja? Sie hat mir an dieser Stelle vielen, 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 vielen lieben Dank, liebe Dagmar. Also ich habe mich unglaublich gefreut über dieses Buch, was du mir jetzt hast zukommen lassen. Und es ist auch direkt ihr Buch. Also es hat sie selbst verfasst. Es ist wie eine Art Märchen, aber für Erwachsene. Ich habe auch schon angefangen zu lesen und sie hat mir hier auch etwas reingeschrieben und hat sich noch einmal bedankt. Und ja, also vielen, 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 vielen lieben Dank, liebe Dagmar. Ich habe mich wirklich unglaublich gefreut und es hat mich wirklich sehr, sehr stark berührt. Und ich finde, es gehört sich jetzt auch einfach, dass ich das jetzt hier einfach mal im Video sage. Das ist einfach, ja, meiner Meinung nach ist das Anstand und ich finde, sowas darf auf jeden Fall auch mal benannt werden. Also, lieben, lieben, vielen, vielen, ich bin sprachlos. Ich kann jetzt schon gar nicht mehr reden, meine Güte. Also, liebe Dagmar, wirklich vielen, 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 vielen lieben Dank. Also, es hat mich wirklich unglaublich berührt. Ja, und ja, es berührt mich immer noch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, es geht jetzt auch los mit der Legung. Und ich möchte dir jetzt hiermit ganz, ganz gerne die Kartendecks vorstellen, die ich heute verwenden werde für dich. Vor dir siehst du das Tarot Mucha, habe ich hier mitgebracht. So, dann werde ich verwenden. Im Anschluss, das ist das Wisdom of the Golden Path. Auch mit dabei ist das Sacred Destiny Orakel von Denise Lin. Dann verwende ich, das ist das Angel Power Reading Cards. Und zu guter Letzt bekommst du noch mal eine Botschaft von mir aus dem Saltwater Spirit Orakel. Okay, ihr Lieben, so viel dazu. Ich würde sagen, es geht jetzt los mit dem Reading. Und das hier ist natürlich eine ganz, ganz allgemeine Botschaft. Das heißt, nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Spätestens Ende der nächsten Woche wirst du sehen, ob irgendwas eingetroffen ist, ob es stimmig war. Wenn nicht, dann lass bitte ganz einfach los. Und versuche es dann nicht noch irgendwie passend zu machen. Das hat keinen Sinn und ist Zeitverschwendung. Genau, ich lasse so wie immer vier Karten rausspringen. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne vorspulen. Genau, so, was bringt die nächste Woche? Der 19. bis 25. Dezember. Was bringt also die nächste Woche dem Kollektiv? Was bringt die nächste Woche? Was bringt also die nächste Woche? Was bringt die nächste Woche? Mal abgesehen von Weihnachten. Was bringt die nächste Woche? Was bringt die nächste Woche? Was bringt die nächste Woche? Also, der hier ist es auf jeden Fall. Den nehme ich zurück, das sind zu viele. Noch eine Energie bitte für die nächste Woche. Ich habe das Gefühl, dass es diesmal fünf sind. Ich habe das Gefühl, da will noch einer. Also, nächste Woche. Ja. Wow. Ich bin gespannt. So, ihr Lieben, ich werde jetzt erstmal die Karten einigermaßen ordentlich ins Bild legen. Und dann geht es auch schon los mit der Legung für die nächste Woche. Naja, ein kleines bisschen nach links noch und dann bin ich zufrieden fürs Erste. So, okay. So, ihr Lieben, es geht los und zwar mit der Energie jetzt hier unten drunter. Und da kann man sagen, das ist für dich für die nächste Woche die Grundenergie. Darum geht es im Großen und Ganzen. Das ist die Hauptenergie und ebenfalls auch die große Überschrift. Das kann aber auch bedeuten, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt für die nächste Woche. Lass uns doch die Karte mal anschauen. Da haben wir die Neun der Stäbe. Okay. Bei den Neun der Stäben geht es immer noch so ein bisschen um die Verletzungen aus der Vergangenheit. Ja, einiges ist dir passiert, du hast einiges durchgemacht, aber trotz allem hat es dich auch stärker gemacht. Es hat dich erfahrener gemacht, es hat dich weiser gemacht, es hat dich schlauer gemacht. Du bist daran gewachsen, an deinen sogenannten Problem und Herausforderungen. Ja, und ebenfalls auch an deinen Verletzungen bist du gewachsen und hast dich auch ebenfalls weiterentwickelt. Das darfst du nie vergessen.
Ja, es wird im Leben immer und immer wieder Herausforderungen geben und ebenfalls auch Probleme. Ja? Ja, man wünscht sich natürlich problemfrei, stressfrei zu sein und alles ist mal schön und friedlich und so weiter. Das wünscht sich, glaube ich, jeder von uns. Aber es werden immer und immer wieder Herausforderungen kommen und ebenfalls auch Probleme. Was ich damit sagen möchte, ist einfach, dadurch, dass du dich ja weiterentwickelst, gehst du auch dementsprechend anders mit Problemen um oder mit gewissen Herausforderungen und bist durch deine gewonnene Stärke imstande, gewisse Herausforderungen und Probleme mit Leichtigkeit zu überwinden und ebenfalls auch dafür Lösungen zu finden. Ja, also das ist das, was ich damit sagen wollte. Bei den neuen Stäben geht es auch um darum, ja, geht es auch darum, dass man sich hier wirklich bedeckt hält. Man hält sich hier wirklich so ein bisschen geschützt auch irgendwie, ja, weil man glaubt, in außen gibt es etwas, was einen bedrohen könnte. Ja, entweder ist es wirklich so oder aber du denkst, dass es so ist, was nichts mit der Realität zu tun hat. Das werden wir uns gleich jetzt noch anschauen. Das sind aber so die neunter Stäbe, dass man hier sich wirklich bedeckt hält, dass man sich zurückhält, dass man ebenfalls auch andere auf Distanz hält, so ein kleines bisschen. Lass mal schauen, was haben wir hier drunter? Du hältst dich hier fern auf jeden Fall oder schützt dich sozusagen vor Gemeinheiten, vor Schikane, vor Konflikten, vor bösen Auseinandersetzungen. Entweder hast du es hier wirklich im Außen mit jemandem zu tun, der hier angriffslustig ist, der dich hier wirklich schikaniert, und da sehe ich auf jeden Fall, dass du dich davon wirklich fernhältst. Es kann aber lediglich auch bedeuten, dass es sich hierbei bei dir um deine Gedanken geht. Also sprich, dass es bei dir innere Konflikte sind, was nichts mit einer anderen Person unbedingt zu tun haben muss. Das sind die Konflikte, die du dann ausfechtest mit dir, deinem inneren Dämonen, um das jetzt mal so auszudrücken. Ja, also das ist, guck mal hier, das ist auch so etwas, was ich hier wirklich sehe. Also was ich hier auf jeden Fall schon sehe: Falschheit, Lügen, Betrug. Irgendjemand macht sich hier aus dem Staub. Was ich hier einfach sehe, ist, gerade weil jetzt hier ebenfalls auch die Sonne kommt, ist, dass es hier durchaus jemanden gibt, entweder du oder die andere Person. Irgendjemand ist hier wirklich sehr, sehr reif, sehr, sehr schlau und sagt sich: Hey, ich möchte glücklich sein. Ich möchte von diesem Theater nichts mehr zu tun haben. Ich stehe mich jetzt davon. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ja, also das ist jetzt hier wirklich so die Energie, die ich jetzt hier wirklich wahrnehme. Dass hier wirklich einige von euch sagen: Hey, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich hab da keine Lust drauf. Aber dennoch spüre ich auch eine andere Energie. Entweder bist du das oder die Person, mit der du es zu tun hast oder hattest. Hier ist jemand. Hier möchte sich jemand mit gewissen Dingen nicht auseinandersetzen. Redet sich gewisse Dinge vielleicht auch ein kleines bisschen schön. Irgendwelche Dinge, die auf jeden Fall schon wehgetan haben. Ich habe das Gefühl, es gibt hier jemanden, der sieht das alles nicht so eng, so wie du es siehst, was da vorgefallen ist. Ja, jetzt mal so zum Beispiel, du wurdest betrogen und belogen von dieser Person und diese Person, dieser Mensch denkt das gar nicht so, wie du es denkst, wie du es siehst. Ja, das heißt, die andere Person sieht Betrug nicht als Betrug an, so wie du es ansiehst. Ja, also das ist auch so eine Botschaft, die ich jetzt hier auch gerade mitbekommen habe. Die Botschaft kann jetzt wirklich sehr, sehr speziell für wenige von euch sein und auch auf wenige zutreffen, aber das ist dann noch etwas, was ich hier wirklich gerade auch wahrgenommen habe. Des Weiteren spüre ich hier ebenfalls auch eine Energie, wo man gewisse Dinge auch einfach schön redet und sich gewissen Konflikten nicht stellen möchte. Und ich habe hier wirklich das Gefühl, einige von euch, ihr seid hier wirklich dabei und ihr seid nicht bereit. Ich verurteile euch nicht. Ich sage dir lediglich, was ich hier wirklich wahrnehme. Ja? Ich nehme hier wirklich einige von euch wahr. Ihr seid noch nicht bereit, um euch gewissen Dingen zu stellen. Ja? Ihr lebt immer noch in der Vergangenheit. Ihr konzentriert euch immer noch auf das, was euch da passiert ist. Solange es dich triggert, solange es dich aufregt, solange du immer noch darüber redest, hast du es auch noch nicht losgelassen. Ja? Und deswegen habe ich das Gefühl, sei bitte wirklich ehrlich mit dir. Sei ehrlich mit dir selbst in Bezug dessen, wie du dich wirklich fühlst, was du da damals, was dir eben passiert ist und dass du auch immer noch so ein bisschen darunter leidest. Deswegen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema jetzt gerade und auch nächste Woche, dass du dir wirklich die Wahrheit eingestehst bezüglich, was da in dir vorgeht, wie du dich wirklich fühlst. Ja, also das spielt hier nächste Woche ein ganz, ganz, das ist ganz wichtig nächste Woche. Ja, aber nichtsdestotrotz macht sich jemand wirklich aus dem Staub vor irgendwelchen Konflikten, vor irgendwelchen
Reibereien, jemand redet sich ja wirklich raus, eventuell sogar auch redet Dinge schön, ist sich überhaupt nicht dessen bewusst, dass er oder sie was falsch gemacht hat. Also das ist schon so eine Energie, die ich hier wahrnehme, ihr Lieben. So, bevor ich jetzt aufdecke, was jetzt hier rausgefallen ist, möchte ich mal ganz, ganz kurz etwas trinken. Und ich schaue hier gerade nebenbei zum Fenster raus. Also es schneit. Es schneit richtig krass bei uns. Und das ist ja eigentlich bei uns oben an der Küste, ist das ein Weltwunder, dass es da wirklich mal so richtig krass schneit, ne? Okay, aber es soll ja auch mal vorkommen. So, ihr Lieben, es geht los mit der Energie, mit der ersten Karte für die nächste Woche. Und da haben wir die Welt. Es geht also darum, hier mit etwas abzuschließen, mit den Verletzungen aus der Vergangenheit, mit den Schikanen, mit dem Betrug, mit der Falschheit. Ja, also das ist nächste Woche ein Thema, dass das hier auf jeden Fall zu einem Ende kommt. Gewisse Dinge werden nun abgeschlossen, werden vielleicht auch hundertprozentig verarbeitet. Na, was heißt hundertprozentig? Das will ich jetzt nicht mal unbedingt sagen, aber was ich hier sehe, es geht darum, diese Tür nun zu schließen. Es geht darum, mit diesem Thema Schluss zu machen. Ja, es kann lediglich auch wirklich auch nochmal bedeuten, dass das Thema, was dir damals passiert ist, deine Ohrwunden, ne? Das, was ich hier sozusagen hier alles so schon beschrieben habe, dass das nächste Woche nochmal Thema wird, weil jetzt wirklich die Zeit gekommen ist, um das loszulassen. Weil mit der Welt geht immer ein Zyklus zu Ende und ein neuer beginnt. Ich bin mal gespannt, was dann gleich hier kommt, ja? Gut, wir gucken jetzt mal. Da haben wir direkt auch den Neuanfang. Das ist das Ass der Stäbe. Bei dem Ass der Stäbe geht es auf jeden Fall darum, ja, neuer Mut, neue Zuversicht, Risikobereitschaft. Es geht darum auch um einen Neubeginn möglicherweise in der Karriere bei einigen von euch. Einige von euch wollt möglicherweise etwas komplett Neues machen im Bereich Beruf, Karriere, weil wir haben hier Steinbock-Energie mit der Welt und da geht es ebenfalls auch um Themen wie öffentliche Anerkennung, Beruf und Karriere. Und hier kommt ein Neubeginn. Entweder bekommst du ein Angebot oder wird dir eine Chance geboten sozusagen. Die Frage ist, nimmst du es natürlich an, ja? Aber nichtsdestotrotz sehe ich trotzdem bei einigen von euch einen Neubeginn im Bereich Beruf, Karriere. Ja, was haben wir hier? Lass mal sehen. Wir gucken mal direkt weiter. Der Ritter der Schwerter. Du bekommst auf jeden Fall, oder einige von euch, ihr bekommt hier neue Ideen bezüglich eines Neubeginns. Aber es kann lediglich auch bedeuten, dass du nächste Woche es mit eisigen und frostigen Stimmungen zu tun bekommst. Entweder ist es gerade bei dir so, dass deine Gedanken ebenfalls auch toben, sowas ist möglich. Oder aber jemand anderes kommt hier wirklich sehr, sehr schnell auf dich zu, aber so schnell wie er da ist, so schnell ist er auch wieder weg. Ja, der Ritter der Schwerter steht auch immer für eisige, aggressive Stimmungen. Hier ist jemand wirklich auf Krawall gebürstet. Hier ist jemand angriffslustig. Ja, was haben wir hier? Ja, guck mal. Die fünfte Stäbe, es geht hier eindeutig noch um Konflikte. Wenn du nicht wirklich direkt Konflikte mit jemandem hast gerade, dann sind es hier Konflikte von früher, von deiner Vergangenheit, hier Verletzungen aus der Vergangenheit. Oder aber es geht hier um deine inneren Konflikte, ne? Um ein Thema, womit du gerade so ein bisschen im Zwiespalt, im inneren Konflikt gerade bist. Ja? Auch sowas ist hier möglich, das weißt du jetzt am besten. Aber dennoch habe ich hier wirklich das Gefühl, gerade auch beruflich gesehen habe ich das Gefühl, dass einige von euch da wirklich es mit Menschen zu tun haben, die hier wirklich auf Krawall gebürstet sind. Die sind hier, die sind auf dich nicht wirklich gut zu sprechen. Auch habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall sieht man hier wirklich gerade die Kombination Ritter der Schwerter mit Fünfter Stäben. Das ist wirklich eine Energie, wo ich sage, hey, sei hier wirklich vorsichtig. Hier ist jemand sehr, sehr wütend eventuell. Na, was heißt wütend? Auf jeden Fall schon jemand sehr, sehr kühl, frostig und eisig distanziert unterwegs. Ja? Wenig Empathie, wenig Mitgefühl. Könnt jetzt hier ein Luftzeichen repräsentieren. Zwillinge, Waage, Wassermann, Sonne, Mond, Aszendent. Wir haben jetzt hier Wassermann-Energie, aber auch Steinbock-Energie. Und hier hatten wir spannenderweise den König der Münzen. Und das kann jetzt hier ein Erdzeichen anzeigen. Also Steinbock, Stier, Jungfrau, Sonne, Mond, Aszendent. Also mit irgend so jemandem hast du es hier auf jeden Fall zu tun. Aber was ich hier wirklich spüre bei einigen von euch, ist das hier etwas, was schon geschehen ist, ja? Oder was auch immer noch aktuell ist. Was auch immer jetzt hier der Fall ist, es geht darum, das loszulassen. Und nächste Woche hast du auf Deutsch gesagt hier wirklich die Möglichkeit, einen Konflikt hier auch auf jeden Fall zu beenden. Entweder einen inneren Konflikt oder einen Konflikt mit einer anderen Person. Ja, und ich habe das Gefühl, hier möchte etwas abgeschlossen werden. Es geht darum, gewisse Dinge anzusprechen oder auszusprechen. Ja, deswegen bekommst du jetzt hier sozusagen die Chance,
einfach mal dich durchzusetzen, zu sagen, hey, pass auf, so und so, das war nicht schön und so weiter. Was haben wir hier? Ja. Wow. Zehnter Schwerter. Die Zehnter Schwerter stehen natürlich auch für ein radikales Ende, ein radikaler Schlussstrich. Eine Situation ging hier anscheinend wirklich abrupt zu Ende, radikal zu Ende. Es gab durchaus richtig krasse Verletzungen. Das sehe ich. Richtig starke Verletzungen durch, durch die Zehnter Schwerter, durch den Neunter Stäbe und ebenfalls durch die Fünfter Schwerter, die sich hier auf jeden Fall gezeigt haben. Und da habe ich wirklich das Gefühl, du bekommst nächste Woche die Chance, damit wirklich abzuschließen. Sei es, dass du hier wirklich nochmal gewisse Dinge ansprichst oder gewisse Dinge oder dich gewissen Dingen auch einfach mal stellst. Ne? Gerade wenn jetzt du und die andere Person, gerade wenn jetzt zum Beispiel kein Kontakt gerade da ist, kann es wirklich bedeuten, dass das nächste Woche zur Sprache kommt, dass es darum geht, sich diesen Dingen einfach zu stellen und einfach mal zu sagen, hey, das war nicht okay. Also sowas sehe ich. Verletzende Worte können hier also fallen. Ja, sowas Ähnliches habe ich jetzt in einem der letzten Orakel auch gesehen. Ja, und zwar, als ich gefragt hatte, wie es weitergeht. Das Ganze zeigt sich jetzt hier auf jeden Fall nochmal. Sehr interessant. Also ich habe hier wirklich schon so Energien von Bösartigkeit. Ich habe hier wirklich bösartige Energien. Ich kann es nicht schönreden, ihr Lieben. Und das will ich auch gar nicht. Ja, ich sage dir wirklich ganz genau, womit du es hier zu tun hast. Oder einige von euch. Und ihr habt es hier durchaus mit sehr, sehr bösartigen Energien zu tun. Vielleicht auch wirklich mit narzisstischen Energien. Oder mit jemandem mit einer Borderline-Störung. Ach, keine Ahnung. Sowas in der Richtung spüre ich auf jeden Fall. Ist ja auch egal. Aber Fakt ist, es sind hier Verletzungen, Konflikte, vielleicht sogar auch Wutausbrüche im Anmarsch. Entweder bei dir oder der anderen Person. Das weißt du jetzt am besten. Ja, du wirst sehen, wenn es dann, wie sich es entwickelt. Aber bei einigen von euch ist es ein Thema, was schon passiert ist. Und jetzt hast du hier sozusagen die Möglichkeit, damit abzuschließen. Ja, wie auch immer das für dich richtig ist, damit abzuschließen. Entweder, dass du dich dieser Situation stellst, die Dinge ansprichst bei der anderen Person. Oder energetisch sagst, hey, was passiert, das ist, ja, es ist zwar nicht so schön, aber trotzdem sage ich mir, hey, es war eine Erfahrung, es hat mich schlauer gemacht, es hat mich heranreifen lassen, ich bin stärker geworden dadurch, selbstbewusster. Und das ist doch auch etwas, ja? Ja, sowas hinterlässt Spuren. Verrat, Betrug, Lügen, Diebstahl etc. pp. Hinterlassen Spuren. Das hat einer von euch neulich auch geschrieben in die Kommentare irgendwo. Ja, sowas hinterlässt auf jeden Fall Spuren. Aber es sollte dich nicht länger definieren. Es sollte dich nicht länger ausmachen. Ja, es sollte dich nicht länger runterziehen. Ja, also das, du Liebe, ja, was du hier durchgemacht hast, hat dich hier reifen lassen. Das sehe ich bei dir. Ja, du bist schlauer geworden. Du bist vielleicht auch ein kleines bisschen distanzierter geworden. Du hast eine Mauer um dich herum aufgebaut, du bist misstrauisch geworden, das ist normal, das ist logisch. Ja, das ist vor allem auch menschlich. Es ist ganz gut, dass man nicht mehr unbedingt so schnell anderen vertraut, weil was du hier durchgemacht hast, das ist schon, aua, ja, das hat wehgetan, auf jeden Fall, ja. Diese Situation hat dir gedient, damit du dich weiterentwickelst. Ja, also ist das schon auch irgendwo ein versteckter Segen. Was du dadurch gewinnst, ist Erfahrung, ist Wachstum, persönliches Wachstum, ist Stärke, Selbstvertrauen. Ja. So, was zeigt sich jetzt hier noch? Welche Energien sind nächste Woche ebenfalls noch sehr, sehr stark präsent? Der 19. bis 25. Dezember. Nummer 1. Dazu komme ich gleich. Was zeigt sich noch nächste Woche? Welche Energien sind nächste Woche noch sehr, sehr stark präsent? Welche Energien sind nächste Woche ebenfalls noch sehr stark präsent? Also du bist es auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, da möchte noch eine. Kein Problem. Gott, oh Gott. Okay. Also, du bist es und die Karte, die jetzt hier runtergefallen ist, die sehe ich jetzt auch schon. Oh, wow. Ich würde sagen, dass ich damit jetzt auch anfange. Warte mal, du kommst dahin. Obwohl, nee, warte mal, du kommst jetzt hier runter. So,
Also es geht ja darum, deine Glaubenssätze oder deine Überzeugungen einfach mal zu hinterfragen. Also du wirst nächste Woche einiges hinterfragen. Deine Glaubenssätze, deine Warums, warum passiert mir das, warum ist mir dieses und jenes zugestoßen, warum mache ich dieses und jenes durch. Ne? Also du hinterfragst wirklich deine Überzeugungen. Was ich aber auch sehe, ist, dass einige von euch bei der anderen Person nachfragen, hey, warum verhältst du dich so? Warum hast du das getan? Warum, ne? Und so weiter und so fort. Das ist auch das Gefühl, was ich hier habe bei einigen von euch. Lasst doch mal schauen, was jetzt hier unten drunter gefallen ist. Kraft. Ja, also nächste Woche sehe ich auf jeden Fall schon, dass du, dass dein Vertrauen, dein Selbstvertrauen auch auf jeden Fall wächst oder aber auch sogar gewachsen ist. Und ich wiederhole mich nochmal ganz kurz. Diese Erfahrung, was du gerade durchmachst oder gemacht hast, ja, das hat dich heranreifen lassen, das hat dich schlauer gemacht, aber auch ein kleines bisschen misstrauisch, habe ich dir ja schon gesagt, ne? Aber nichtsdestotrotz, die Karte sagt mir oder möchte dir sagen, hey, konzentriere dich auf das, was du gut kannst, konzentriere dich nicht auf das, was du nicht kannst oder was du, wo du versagt hast, wo du gescheitert bist. Konzentriere dich auf deine Stärken. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema bei einigen von euch. Solltest du es jetzt hier nicht irgendwie mit irgendwelchen anderen zu tun haben, die jetzt hier, wo es hier um Reibereien geht und so weiter, habe ich trotzdem das Gefühl, dass du vielleicht ein kleines bisschen mit dir selber im Konflikt bist, an deinem Wert zweifelst und deswegen möchte dir diese Karte sagen, hey, konzentriere dich auf deine Stärken und nicht auf deine Schwächen und nicht auf das, was du nicht kannst. Ja, das spielt ja auch ein wichtiges Thema für einige von euch. So, Balance, Ausgeglichenheit ist auch wieder ein wichtiges Thema für euch, jetzt gerade und auch nächste Woche. Was haben wir hier? Kooperation. Es geht darum, mit anderen zusammenzuarbeiten. Das spüre ich zum einen, aber des Weiteren, warte mal, du kommst jetzt hier drüben hin und dich lege ich mal so hin, damit man das jetzt hier besser erkennen kann. Ja, Kooperation steht jetzt hier unten drunter und da geht es auf jeden Fall darum, ja, mit anderen zusammenzuarbeiten. Es geht darum, vielleicht auch Frieden zu schließen. Bei einigen von euch habe ich irgendwie auch das Gefühl, dass es hier jemanden gibt, entweder du oder die andere Person. Die tut so, als wäre nichts gewesen. Die möchte sich gewissen Dingen nicht stellen, möchte sich nicht eingestehen, ja, das habe ich XY angetan, ja. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt hier durchaus eine Energie, die wirklich das nicht so sieht, wie du es siehst. Ja, zum Beispiel Betrug sieht diese Person nicht als Betrug, was sie da getan hat. Ja, obwohl es hier schon eindeutig krasse Verletzungen gab. Das ist, was ich zum einen sehe, Kooperation mit anderen, auf einen Nenner kommen, sich einig werden. Ja, aber ich habe das Gefühl, das ist schwierig, so ein bisschen, ja. Gut, was haben wir hier? Gutes Glück. Okay, also das Glück nächste Woche ist hier auf jeden Fall auch an deiner Seite. Irgendeine Situation. Irgendjemand, habe ich das Gefühl, ist hier für dich. Ich habe wirklich das Gefühl, irgendjemand, irgendetwas, eine höhere Energie, dein Schicksal, die Bestimmung, was auch immer, irgendetwas. Der höhere Geist, der Kosmos, ist hier auf jeden Fall für dich an deiner Seite, habe ich das Gefühl. Irgendjemand ist hier an deiner Seite. Das ist das Gefühl, was ich hier sehr, sehr stark spüre. Okay, was haben wir hier? Das ist I am Truth. Ich bin wahrhaftig oder ich bin ehrlich. Ich bin, na, also es geht hier wirklich darum, wahrhaftig zu sein. Und was ich jetzt hier ebenfalls wahrnehme, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Wenn ja, sorry. Was ich hier wirklich wahrnehme, ist, oder was ich dir sagen möchte, ist, ganz, ganz wichtig ist, dass du selbst ehrlich mit dir bist in Bezug dessen, wie du denkst, wie du dich ebenfalls auch fühlst. Du sollst Dinge um Gottes Willen nicht schönreden. Das ist toxische Positivität. Darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, hey, sei ehrlich mit dir, wie du dich gerade wirklich fühlst. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber vor allem habe ich auch das Gefühl, es geht darum, bei der anderen Person, sollte hier eine andere Person mit involviert sein, geht es darum, dass du ehrlich sein sollst und sagen sollst, hey, so habe ich mich gefühlt und das war nicht schön und so weiter und so fort. Also ich sehe hier wirklich ebenfalls auch, dass du deine Glaubenssätze wirklich, oder warte mal, ich sehe bei dir, bei einigen von euch, dass ihr unglaublich ehrlich seid bezüglich deiner Überzeugungen. Du stehst, also, kurz gesagt, du stehst zu dir. Du stehst zu dem, was du für richtig hältst. Du bist wahrhaftig, du bist ehrlich und du bist. Oder einige von euch, ihr seid hier wirklich unnachgiebig, wenn es darum geht, euch selber treu zu bleiben, wenn es darum geht, ehrlich zu sein und das zu tun, was du persönlich für richtig hältst. Ja, und diesbezüglich ist auch das Glück auf deiner Seite. Das ist das, was ich hier wahrnehme.
In Meinungsverschiedenheiten, bezüglich irgendwelcher Konflikte oder auch innere Konflikte bei dir, geht es wirklich darum, hey, sei du wahrhaftig, steh zu dem, was du für richtig hältst. Ja. Lass dich hier nicht aus dem Konzept bringen, lass dich nicht zu irgendwas überreden, lass dir kein schlechtes Gewissen einreden. Sei wahrhaftig. So, alles klar. Es geht weiter mit dem nächsten Kartendeck. Ich habe übrigens alle Kartendecks am Anfang vorgestellt, ne? Gut, so, was haben wir noch für die nächste Woche? Welche Energien zeigen sich noch nächste Woche? Der 19. bis 25. Dezember. Ja, gerade weil ja auch nächste Woche Weihnachten ist. Vielleicht ist da bei einigen von euch so ein bisschen Konfliktpotenzial da. Ja, oder man macht einfach auch gute Miene zum bösen Spiel. Das kann auch sein. Das ist ja oftmals so bei Weihnachten. Also, was kommt noch nächste Woche? Der 19. bis 25. Dezember. Nächste Woche, was kommt noch? Welche Energien sind nächste Woche noch sehr, sehr stark präsent? Okay, die wollte auch unbedingt. Ich habe das Gefühl, ich muss weitermischen. Da will noch was, habe ich das Gefühl. Okay, nächste Woche, was kommt noch? Was kommt noch nächste Woche? Welche Energien sind nächste Woche ebenfalls noch sehr, sehr stark präsent? Okay, das war's. Also, wir haben hier, ich fange jetzt mal an mit den Karten, die sich jetzt hier schon so gezeigt haben. Wir haben hier die Energie des Mutes. Es geht darum, ja, mutig zu sein, sich gewissen Dingen zu stellen. Einige von euch, ihr habt möglicherweise auch Angst davor, eure Wahrheit einfach mal anzusprechen bezüglich einer anderen Person, die da irgendetwas getan hat, die euch verletzt hat. Das ist, was ich gerade spüre. Einige von euch, ihr habt da wirklich Angst davor, das bei der anderen Person anzusprechen. Eben weil sehr, sehr viel Konfliktpotenzial da ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass einige von euch, dass die andere Person, mit der du es zu tun hast, schon angriffslustig ist, dass die aggressiv gestimmt ist, dass er kühl ist und so weiter und Dinge raushaut, bevor sie nachdenkt. Das habe ich hier auch auf jeden Fall. Ne? Vielleicht ist es deswegen so, dass du dich da ein kleines bisschen davor scheust, dass du da ein kleines bisschen vielleicht sogar auch direkt ängstlich bist. Ja, dann kann ich das auf jeden Fall verstehen, weil ich habe hier durchaus schon sehr, sehr krasse aggressive Energien. Muss ich dir wirklich so sagen, wie es ist? Ja, also wenn es nicht darum geht, dann sehe ich auf jeden Fall, dass es darum geht, stell dich gewissen Dingen, stell dich deiner Vergangenheit, stell dich deiner inneren Wahrheit. Ja, sei mutig und gehe hier durch ein bestimmtes Tor, durch eine gewisse Gelegenheit, die sich dir hier auch auf jeden Fall bietet. Ja, also was auch immer das für einige jetzt hier von euch bedeutet, es kommt hier eine neue Möglichkeit auf dich zu, eine Art Neubeginn, wo du auf jeden Fall mutig sein darfst und deine Ideen folgst. Ja, also hier haben wir das Tor. Neue Möglichkeiten eröffnen sich dir nächste Woche. Und das hat zu tun, weil irgendwelche Dinge nun gesehen werden möchten. Illumination ist die Erleuchtung. Also hier möchte auf jeden Fall etwas gesehen werden. Etwas möchte rauskommen. Etwas möchte angesprochen werden, ausgesprochen werden. Das ist das Gefühl, was ich hier wirklich sehr, sehr stark vermittelt bekomme. Es geht darum, sich dem Neuen zu stellen oder sich dem zu stellen, wovor du gerade Angst hast. Und es ist hier wirklich eine Klärung, eine eventuelle Aussprache mit jemandem oder wenn es darum geht, wahrhaftig und ehrlich zu sein, wenn es darum geht, zu deinen Überzeugungen zu stehen, ja, deine Stärke zu zeigen, dich wirklich so zu zeigen, wie du wirklich bist. Was haben wir hier drunter? Da hast du jetzt hier die Abenteuer. Ja, sei mutig und wage hier ein neues Abenteuer. Du bekommst nächste Woche die Möglichkeit, ein Tor wird sich auf jeden Fall öffnen und durch dieses Tor darfst du durchgehen. Es warten neue Abenteuer auf dich. Ja, neues Territorium möchte jetzt also von dir entdeckt werden. So, was haben wir hier? Da hast du jetzt hier Leadership. Übernimm die Führung. Geh du als Erster. Auch wenn es hier um einen Konflikt geht, sei du der oder diejenige, die hier als erstes oder die den ersten Schritt macht. Auch wenn du Angst hast, auch wenn du so ein bisschen weiche Knie hast und nicht weißt, okay, wie reagiert die andere Person? Was löse ich damit aus? Und ne, also da habe ich trotzdem das Gefühl, sei du der diejenige, die jetzt hier den ersten Schritt machen darf. Aber natürlich ist es da auch wichtig, höre bitte auf dich. Ja? Höre auf dein Gefühl. Wenn du jetzt sagst, nee, ich habe das Gefühl, ich mach's nicht, dann mach's auch nicht. Ja?
Aber bei einigen von euch habe ich da schon so ein bisschen das Gefühl, dass ihr euch sagt, hey, ich würde am liebsten, traue mich jetzt aber nicht so richtig, weil das Ganze beschäftigt mich schon so ein bisschen. Ich möchte einfach wirklich damit abschließen. Die Welt, deswegen am Anfang hier, ne? Öffnen. Also zum einen habe ich das Gefühl, öffne dich, sei hier wirklich offen, sei wahrhaftig. Lass deine Schutzmauern auch so ein kleines bisschen fallen, hör auf, dicht zu machen. Des Weiteren habe ich irgendwie auch das Gefühl, öffne dich neuen Möglichkeiten. Und ebenfalls habe ich das Gefühl, sieh die Dinge wirklich so, wie sie sind, aber nicht schlechter, als sie sind. Und auch nicht besser. Ja, das ist auch das Gefühl, was ich habe. Des Weiteren habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass diese Karten jetzt hier gerade sagen möchten, öffne dich deiner neuen Möglichkeiten. Öffne dich deiner Kraft, weil ich sehe wirklich einige von euch, ihr unterschätzt euch immer noch so ein kleines bisschen. Ihr unterschätzt eure Kraft, ihrer Führungskräfte sozusagen. Du unterschätzt dich selbst, dein Selbstvertrauen und so weiter, hält sich wahrscheinlich immer noch in gewisser Weise so ein kleines bisschen klein und so. Ne? Auch das ist wirklich das, was ich spüre. Also, geh hier wirklich in Führung, sei mutig, geh durch das Tor, stelle dich dem Unbekannten, ergreife hier eine Chance, offenbare, was offenbart werden möchte. Ja. So. Es geht weiter. So, das ist auch das vorletzte Deck, was ich jetzt hier für dich verwende. Okay, also, was bringt noch die nächste Woche? Was bringt ebenfalls noch die nächste Woche? Also, ich spüre schon sehr, sehr viel Aufruhr. Wir sehen hier ja ebenfalls auch die Wellen, ne, die hier an die Felsen klatschen sozusagen. Also hier ist auf jeden Fall schon sehr, da ist Aufruhr, da ist innerer Aufruhr, da ist Konfliktpotenzial da, da ist auch ein kleines bisschen Wut und vielleicht auch ein kleines bisschen Hass mit involviert. Ich muss es dir wirklich so sagen, wie es ist, weil ich rede hier wirklich nicht schön, weil ich möchte wirklich, dass du weißt, womit du es hier zu tun hast. Und ich spüre, also bei einige von euch, ne? Nicht jeder, aber ich spüre hier wirklich Energien von Hass, so ein bisschen Wut. Und Eifersucht und Neid und ja, also das ist wirklich. Oh. Ich habe das Gefühl, es gibt hier wirklich jemanden, der sich sehr, sehr stark von dir getriggert fühlt. Oder du fühlst dich von jemand anderem getriggert, ja? Ja, es kann nächste Woche auch ein kleines bisschen lauter werden. Apropos, solltest du jetzt irgendwelche lauteren Geräusche hören im Hintergrund, das liegt daran, dass jetzt hier gerade die Müllabfuhr ist, vorbeifährt. So, nächste Woche, der 19. bis 25. Dezember. Was haben wir noch nächste Woche? Welche Energien zeigen sich noch nächste Woche? Also, welche Energien zeigen sich jetzt noch nächste Woche? Das ist der 19. bis 25. Dezember nächste Woche. Da kommt der Stopp. Okay, du hast jetzt hier die Energie der Geduld. Also, hoppala, du kommst jetzt erstmal hier hin. Also, nächste Woche spielt auf jeden Fall Geduld eine ganz, ganz wichtige Rolle. Solltest du das wirklich das Gefühl haben, gewisse Dinge verzögern sich, lassen so auf sich warten, ja, was auch immer gerade wirklich der Fall ist, es ist wichtig, dass du begreifst, dass sich dann alles für dich erfüllen wird, wenn die Zeit gekommen ist. Ja. Das ist auf jeden Fall auch das, was hier damit gemeint ist. Also solltest du jetzt hier wirklich auf deinen Neubeginn sehnlichst warten. Es kommt, wenn die Zeit für dich gekommen ist. Jeder von euch hat seinen eigenen Rhythmus, ne? Also nicht jeder geht vorwärts in der gleichen Geschwindigkeit. Das ist, was ich damit sagen möchte. Deswegen seid ihr diese Karte, auch wenn du das Gefühl hast, du wartest gerade. Oder gewisse Dinge verzögern sich, gewisse Dinge treten einfach nicht ein. Sie treten dann ein, wenn es für dich an der Zeit ist, nicht früher und auch nicht später. Ja, es geht hier um den göttlichen Zeitplan. Du wirst schon merken, wenn die Zeit für einen Neubeginn gekommen ist. Du wirst merken, wenn jetzt die Zeit gekommen ist, gewisse Dinge zu klären. Ja.
So, erstmal jetzt hier die Energie unten drunter. Und da hast du jetzt hier Chosen. Okay, also einige von euch, ihr seid durchaus in irgendeiner Art und Weise auserwählt. Und da geht es einfach darum, in den Leben der anderen Menschen einen Unterschied zu machen. Ja, einige von euch, ihr seid durchaus hier dazu bestimmt, einen Unterschied in den Leben der anderen Menschen auf jeden Fall zu machen. Ja, du bist hier auf jeden Fall gewählt, einen Unterschied zu machen, auch wenn es um diese Situation geht. Ja. Auch wenn es um diese Situation geht, wo du Konflikte hast oder mit der anderen Person. Ja, du bist auf jeden Fall dazu bestimmt, einen Unterschied zu machen, gewisse Dinge vielleicht auch zu klären, anzusprechen, einfach mal mutig zu sein, Stärke zu beweisen, selbstbewusst zu sein. Ja? Oder auch wenn es darum geht, deine Berufung zu leben. Ja? Es kommt dann, wenn die Zeit reif ist. Und du wirst merken, wenn die Zeit reif ist. Meine Stimme versagt, Entschuldigung. Du wirst merken, wenn die Zeit für dich gekommen ist. Ja. So, hier haben wir jetzt die Augen der Liebe. Es ist natürlich ganz wichtig, dass du alles aus den Augen der Liebe betrachtest, auch wenn es schwierig ist. Auch wenn du auf die andere Person vielleicht wirklich noch wirklich fuchsteufelswild bist und total wütend. Ne? Aufgrund dessen, was sie dir angetan hat. Es ist wichtig, betrachtet es aus den Augen ebenfalls der Liebe. Die andere Person macht auch Fehler. Die andere Person ist um Gottes Willen nicht perfekt. Sie ist ein Mensch, so wie du auch. Ja, ist hier auf der Erde, um gewisse Erfahrungen zu machen. Ne? Auch ebenfalls geht es natürlich darum, auch gerade jetzt im Beruflichen und so weiter, habe ich das Gefühl, liebevolle Aktionen sind ja ganz, ganz wichtig und ebenfalls auch liebevolle Worte. Also auch wenn es jetzt darum geht, irgendwie die richtigen Worte zu finden bei der anderen Person, ist es wichtig, sprich liebevoll und nicht hier, oh, ich hasse dich, du spinnst wohl, ich ha ne? Du weißt, was ich meine. Es ist wirklich wichtig, dass du auch irgendwo in diesem Verhältnis eine ruhige Ausstrahlung irgendwie hast, also etwas Ruhiges ausstrahlst, dass du ruhig bleibst, ne? Nur weil die andere Person dich eventuell jetzt hier betrügt oder irgendwie, ja, keine Ahnung, nicht gut auf dich zu sprechen ist und so weiter, musst du es ja auch nicht sein. Ja, sei du doch der oder diejenige, die in dem Fall einfach schlauer ist. Ja? Ebenfalls ist es auch wichtig, nicht länger negativ oder schlecht über andere zu reden. Das macht sehr, sehr viel. Und wie du andere behandelst oder wie du über andere sprichst, das ist dein Karma. Ja? Warte mal ganz kurz. Ich habe das Gefühl, mal ganz kurz was machen zu müssen. Ich hole mal eben meine Astrowürfel. Weil ich habe jetzt hier wirklich das Gefühl, mal zu fragen, wo du nächste Woche Glück hast. Weil es zeigt sich hier wirklich Glück und da habe ich jetzt wirklich das Gefühl, das ist einfach mal zu klären. Wo hat das Kollektiv nächste Woche Glück? Wo hat das Kollektiv nächste Woche Glück? Wo habt ihr nächste Woche Glück? Warte, es geht sofort los. Ich muss nur ein bisschen einstimmen, ein bisschen eintunen in die Energie der nächsten Woche, der 19. bis 25. Dezember. Wo hat das Kollektiv nächste Woche Glück? Okay, es zeigt sich das achte Haus, es zeigt sich Krebs. Und ebenfalls, oh wow, okay. Also es geht hier auf jeden Fall um deine tiefen Emotionen. Ebenfalls jetzt irgendwie auch habe ich das Gefühl, deine tiefen, ja, deine Melancholie, deine Traurigkeit, das wird leichter, habe ich das Gefühl. Deine Melancholie, deine Traurigkeit, deine tiefen Emotionen, habe ich das Gefühl, du bist hier auf jeden, das wird leichter. Das ist das, was ich damit sagen möchte. In familiären Bereichen, wenn es darum geht, etwas loszulassen, habe ich das Gefühl, hast du ebenfalls auch nächste Woche Glück. Ja. Deine Intuition übrigens nächste Woche ist auch sehr, sehr stark auf dem Punkt. Also höre auf deine Intuition, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Okay. Allgemein irgendwie auch in familiären Angelegenheiten. Wenn es irgendwie um ein Mutterthema geht oder weibliche Familienmitglieder, die Familie, da habe ich das Gefühl, diesbezüglich hast du nächste Woche irgendwie Glück. Ist das Glück hier auf deiner Seite? Oder auch bezüglich eines Krebses, Sonne, Mond, Aszendent.
Okay, ihr Lieben, jetzt noch eine letzte Botschaft. Da bin ich gespannt, was jetzt hier kommen möchte. Also bei einigen von euch wollte ich jetzt nochmal ganz, ganz kurz sagen, es gibt hier eine Situation, die lässt sich nicht los. Die sorgt für innere Unruhe. Da fühlst du dich eventuell getriggert, du regst dich auf. Was auch immer das bei dir ist, das weißt du jetzt am besten. Und da habe ich einfach das Gefühl, sei hier wirklich ehrlich. Offenbare, was notwendig ist. Sei ehrlich zu dir selbst und auch in Bezug dessen, wie du das Ganze siehst und wie du dich fühlst. Weil dann kann dir Heilung geschehen. Einige von euch, ihr seid noch nicht zu 100% bereit, die Vergangenheit wirklich loszulassen. Das ist völlig okay. Ja, es braucht auch alles ein bisschen Zeit. Apropos Zeit. Die Zeit heilt keine Wunden. Ja. Manche Menschen sagen, ja, Zeit heilt alle Wunden. Nein, das ist Blödsinn. Die Zeit heilt niemals Wunden. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Das ist mir gerade ein bisschen entfallen. Kein Problem, vielleicht kommt es noch. Oder es war nicht wichtig. Ach ja, jetzt habe ich es wieder. Einige von euch, ihr habt auch möglicherweise so ein bisschen das Gefühl, dass ihr gar keine Fortschritte macht. Ne? Also so wie, oh, es geht einfach nicht vorwärts. Ihr macht Fortschritte, nur nicht ganz so schnell wie manch anderer zum Beispiel. Ne? Es braucht alles so ein bisschen Zeit. Jeder geht in seinem eigenen Tempo. Dann habe ich wieder einige von euch. Ihr macht gefühlt gar keine Fortschritte. Wenn es jetzt irgendwie darum geht, die Vergangenheit sich mal anzuschauen, zu heilen, zu reflektieren, da steht ihr so ein bisschen auf der Stelle. Und da habe ich das Gefühl, nun ab der nächsten Woche ist es Zeit, dass da Dinge wieder, das möchte einiges in Bewegung kommen. Ja? Gut, eine letzte Botschaft jetzt noch für euch zum Abschluss. Liebevolle Aktionen nächste Woche. Einige von euch ist ja dazu bestimmt, wirklich einen Unterschied zu machen in dem Leben anderer. Das habe ich dir ja schon gesagt. Sei diesbezüglich auch auf jeden Fall, ja, du bist dazu bestimmt, einige von euch hier auf jeden Fall, aber es ist wichtig, habe hier ebenfalls auch Geduld mit diesem Prozess. Du wirst wissen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist für dich, ja. Und bei einigen von euch kommt die Zeit nun langsam, aber sicher auch schon, ja. Das ist auch das, was ich hier fühle. Und wenn es jetzt hier wirklich um diese Konflikte geht, mit dieser anderen Person jetzt hier, mit der du es hier zu tun hast, habe ich wirklich das Gefühl, sei hier geduldig, sei liebevoll, ja, auch wenn es die andere Person wahrscheinlich nicht ist, vielleicht, man weiß es nicht, ja, habe ich trotzdem das Gefühl, hey, sei wahrhaftig, sei stark, aber trotzdem liebevoll, empathisch, mitfühlend, ja. Gut, jetzt noch eine Botschaft für das Kollektiv für die nächste Woche. Oh, guck dir mal den Rand an, ne? Oh, der ist so schön. Okay, nächste Woche. Welche Energien zeigen sich nächste Woche? Was ist die Botschaft für das Kollektiv für die nächste Woche? Was ist die Botschaft für das Kollektiv für die nächste Woche? Was ist die Botschaft für das Kollektiv in der nächsten Woche? Nummer 1. Und Nummer 2. Ich wusste, dass irgendwie zwei wollen. Gut. Nummer 1. Warte mal, ich kann ja auch mal unten drunter schauen. Und da hast du jetzt hier Reflexion, ganz genau. Nächste Woche geht es wirklich um Reflexionen. Also, du bist wie eine Art Spiegel für die Welt um dich herum. Und ebenfalls ist es auch so, dass deine Außenwelt, dass andere Menschen auch dir etwas spiegeln. Ja? Also nächste Woche geht es auch ganz, ganz stark nochmal darum, wirklich offen zu legen, was offen gelegen werden möchte, wahrhaftig zu sein, wirklich einfach mal zu reflektieren, in die Reflexion zu gehen. Ja. So. Dann haben wir Sanctuary. Es geht ja also um eine Art Zuflucht und ebenfalls auch um eine Art Heiligtum, wenn du es so möchtest. Also, hier geht es auf jeden Fall darum, ja, menschliche Konflikte ebenfalls auch wirklich loszulassen. Also es geht ja wirklich darum, hey, suche Zuflucht, nur weil die andere Person vielleicht auf Krawall gebürstet ist, musst du es nicht auch sein. Also das ist immer,
Es kommt ebenfalls auf die Situation drauf an. Also wenn du wirklich merkst, okay, irgendetwas tobt gerade in mir oder die Person ist gerade auf Krawall gebürstet, zieh dich hier wirklich zurück. Das ist die Botschaft, ja. Lasse diese Konflikte auch auf jeden Fall los. Suche hier Zuflucht, zieh dich hier auf jeden Fall zurück. Konzentriere dich auf das Licht und die Liebe in dir auf jeden Fall, ja. Okay, was haben wir hier? Das ist der Wasserfall. Ein neuer Pfad ist für dich, ja, forged, ist ja sowas wie für dich geschmiedet oder gepflastert sozusagen, ja, wirst du ihm folgen. Also auf jeden Fall geht es hier wirklich neue Wege. Neue Wege, ja, das ist genau das, was ich schon gesagt habe. Es kommen hier neue Wege, neue Möglichkeiten hier auf dich zu. Ne, die Frage ist, gehst du diesen Weg? Weil du hast ja das Tor, die Möglichkeit, das hast du. Aber es erfordert Mut, es erfordert Vertrauen, es erfordert Stärke und ebenfalls auch Selbstvertrauen. Ja, also zum einen, halte dich hier fern von irgendwelchen negativen Konflikten. Wenn du merkst, okay, ich bin gerade ein bisschen auf Krawall gebürstet, ich fühle mich gerade sowas von getriggert und da habe ich das Gefühl, zieh dich einfach mal zurück. Betrachte es aus einem anderen Blickwinkel. Und hier ist ein neuer Pfad auf jeden Fall schon für dich vorbereitet. Ein neuer Pfad ist schon für dich gepflastert, geschmiedet sozusagen, ne? Wirst du ihn folgen? Also, nächste Woche. Bei einigen von euch, ihr steht sozusagen nun vor der Entscheidung. Bist du bereit, dem nun zu folgen? Weil für euch ist nun, oder für einige von euch, ist nun die Zeit gekommen für diese neuen Wege, für neue Erfahrungen. Ja. So, meine Lieben, ich wünsche euch trotz allem hier eine wunderschöne Woche. Ich wünsche euch ebenfalls frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr werdet schöne Weihnachten haben. Und ebenfalls einen fleißigen Weihnachtsmann wünsche ich euch. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.